Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier in Silberum. Ja, Stapellauf in knapp 6 Stunden. Das wollen wir nehmen. Wir gehen mal die Zeitgeschwindigkeit mal hoch. Dann wird das hier die 6 Stunden vergehen wie im Flug. Und dann geht's zur Achterbahn. Die müsste dann auch bald soweit sein. Und mal schauen, ne? Natürlich hochinteressant, ne? Da ist Ruder. Und wäre schön, wenn wir drin mitfahren könnten, ne? Weil erstaunlicherweise hier vorne ich habe schon öfter mal was gesehen im Fernsehen, wenn so ein Ding schief geht. Stapellauf. Zeit. Das kann man leider nicht erkennen, wann es losgeht. Aber es müsste in dem Sinne bald passieren. Und wenn es losgeht, dann machen wir wieder auf Geschwindigkeit normal. Es war ja früh. Es geht los. Pünktlich. Wahnsinn. Ich hätte ja eher nach vorne gemacht, ne? Also vom logischen her. Aber vielleicht würde auch eintauchen. Kann auch sein. Ah, jetzt kommt Regen. Wir kommen noch nicht ran. Ach nee. Also ich kann da nicht ranschwimmen. Vielleicht können wir reinspringen, reinzappen. Nee, geht nicht. Es ist eh Nacht, wir werden mal die Zeit überpennen. Bei der Achterbahn können wir eh nicht sehen, was los ist, denken wir. Da war soweit nichts. Also Segelboot. Aber wir können nicht steuern. Naja, gut. Man kann nicht alles haben, ne? Ist ja halt mal so. So, was machen die Bäume? Geht ja nur um den Info. Ist noch nicht gewachsen. Gewachsen schon, aber noch nicht fertig. Ausgewachsen. 36 Meter. Okay. Es war schön, dass so ein Boot jetzt da ist. Aber. Naja. Wenn wir jetzt rankommen. Also raufspringen, also zappen ging nicht. Nicht daran sind wir. Die haben leider vergessen. Das ist schon mal ein schönes Boot, ne? Jetzt haut er wieder ab. Habe ich ihn geschubst? Ja, glaube ich eher nicht. Na jedenfalls, wir haben mal reingeguckt. War ganz interessant. T-Kreuz, ne? Schön. Er baut schon den nächste. Aber es fehlt was, das ist mir jetzt mal im Grunde mal na egal. Macht ja immer keinen Sinn, ne? Denn wir haben ja alles geliefert. Dann müsste ja eigentlich auch mein Boot sein, ne? Eigentlich. Ah ne, stimmt ja nicht. Wie viel wurde bezahlt? Die
Die haben uns eigentlich mal Geld bezahlt. Dann könnte man theoretisch noch mehr bauen. Also, oh, was sehe ich hier Schönes? Eine Sitzecke. Ist das fertig? Das scheint. Oh, schön gemacht. Die Fahrtwarte steht da. Oh. Jetzt ist auch das das Klumperzeug hier weg. Oh. Oh, Achterbahnfahrt. Also ihr kennt das ja von der Eiderbank Soltau. Die Koloss, die ist im Grunde so ähnlich. Geht's auch so hoch und geht nur eine Ansicht. Ne? Wahnsinn. Das ist immer das Kribbelste, wenn es hier abgeht, ne? Also. Ja, da muss ich mal sagen, das haben sie richtig gut gemacht. Oh, schon zu Ende. Normalerweise man links aussteigen, ne? Also. Da war die nächsten. Ne? Dass die nächsten praktisch. So kenne ich das. Also da rein, drüben raus, so können gleich die nächsten wieder rein. Ja, das war schön. Das ganze Zeug liegt jetzt hier so rum, ne? Ja. Ich sag mal, wir haben es fertig, ne? Wir haben noch eine Runde verdient. Jetzt können wir ein bisschen gucken, was hier so ringsrum alles so zu sehen ist, ne? Na eher. Jetzt sehe ich. Im See kommen wir nicht rein. Also rausgeschwommen. Ist nur eine optische Täuschung. Aus durch. Oh, trippelt. Ich kenne es ja von früher, von daher ist es schon. Bekannt ist. Wer noch nicht gefahren ist, der kann, also der weiß ja nicht, was für eine Kräfte da wirken, ne, auf dem Körper, ne? Rückenmäßig und so. Ich würde es heute nicht mehr machen. Einfach zu starke Belastung und Rücken. Und Ende. So, Projekt. Ja, heute am Mittwoch ist fertig. Sag mal. Da schließe ich mal ab. Ich sag mal, schönen Dank, dass ihr reinschauen. Tschüss, ciao. Was denn Neues kommt, muss ich mal sehen. Wahrscheinlich Icarus, neues Let's Play in Solo-Folgen. Oder auch, ist auch möglich, dass da jemand mitmacht. Der muss ich aber schauen, wie das zeitlich klappt. Zu zweit ist immer so ein bisschen schwierig, in Anführungszeichen. Aber theoretisch, wenn, naja, es zeitlich ist das schon sehr, sehr stark belastend. Ja, zu zweit vor allen Dingen, wenn derjenige keine Zeit hat, dann ist immer schlecht zu machen. Deswegen habe ich auch Livestream immer meist alleine gemacht, wenn sie nicht konnte und ich wollte. Ne, ich konnte, also sie wollte schon, aber hatte, war ja familiär eingespannt, sag mal so. Sag mal, danke, mein John. Tschüss, ciao. Und was dann nachher genau kommt, bis Sonntag ist immer Ruhe und dann geht es ja von vorn los, wenn ab Montag, theoretisch, praktisch. Jo, mal schauen, ne? Müsste ich ja morgen anfangen, theoretisch. Ich sag mal vielen Dank. Nochmal vielen Dank für fleißig Folgen dieser Reihe. Tschüss.